Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde H1Z1 mit der Katrin hier, auf der ich gerade einprügel. Hey, du prügelst nicht auf mich ein. Bist du nett das oder was? Nee. Ich hab eine Lederjacke an. Lederjacke? Ah! Du prügelst definitiv nicht auf mich ein. Wo bist du, ey? Noch 5 Sekunden? Ich hab keine Ahnung. Okay. Also, erste Runde. Schauen wir mal, wie es hier läuft. Da bin ich echt mal gespannt. Ich habe das jetzt auch schon länger nicht mehr gespielt. Ich spiele es das zweite Mal. Ich habe es schon ein paar Mal schon gespielt. Jetzt habe ich die Stoppuhr leider nicht. Da muss ich mir die Uhrzeit merken. 21.53 Uhr. So. Boah, Alter, ich seh dich, du bist neben mir. Ach, da bist du. Ja, ich bin unter dir. Ah ja, gut, jetzt wird's blau markiert. Ja, ich bin über dir. Wo gehen wir hin? Ja, ich flieg da auf die Gebäude zu. Okay, gleich die erste Straße. Also die Straße, wo näher zu uns dran ist. Ich bin gelandet. Ich bin auch gelandet. Wo bist du? Scheiße Schüsse. Ich bin in ein Haus jetzt reingelaufen. Ich sehe dich leider nicht. Das ist das Problem. Ich weiß nicht, wie man sich das sieht. Also ich habe jetzt schon mal eine Waffe. Ich auch. Ich habe eine Magnum. Motorradhelm habe ich aufgenommen. Das ist eine ich nehme lieber die Waffe. Ich habe eine AR gefunden. Aber du musst die Waffe dann nochmal in die Hand nehmen, das kann ich dir schon mal sagen, damit er nachlädt, weil sonst hast du noch keine Munition in der Waffe drin. Die kannst du mit 1, 2 oder 3 auswählen, also Nummern, ne? 1, 2, 3 Nummernfeld. Also ich habe jetzt eine Schroze. Okay, bei mir ist irgendwo einer in der Nähe. Duck ich mich, ah so. Habe ich ja Uzi. Wo bist du? Ich bin im Haus, aber ich dachte, man sieht sich irgendwie so auf der Karte oder so. Warte mal, Map. Ich bin jetzt auf der großen Hauptstraße. Da fährt einer mit dem Auto. Siehst du den? Nein. Okay, warte mal. Hast du die Schüsse gehört? Ja, ich höre die Schüsse. Warte, ich gehe jetzt raus. Bin jetzt auf der Straße. Ich sehe dich da vorne. Ich laufe dir entgegen. Ach, da hinten bist du. Ja. Ah, scheiße, das ist ein Polizeiauto. Scheiße, Waffe leer. Scheiße, Polizeiauto kommt. Ich seh's. Scheiße, 43 hat er noch. Der hat noch 43, schieß auf ihn. Ich habe ihn stark verwundet. Er ist rechts in der Straße. Da, jetzt. Die Waffen haben eine ordentliche Reichweite. Nimm die Waffe in die Hand. Du hast keine Waffe in der Hand. Ja, wie mache ich denn das? 1, 2, 3, irgendwas. 1, 2 oder 3 drücken. Fuck. Sorry, dass ich lachen muss, aber das hat so geil ausgesehen. Wie mach ich denn das und tot war ich? Jetzt muss ich auf beenden, oder? Ja, beenden drücken. Die scheiß Schrotflinte nicht reingekriegt. Hast du auf der Maus auch so Zahlen drauf oder hast du nicht so eine geile Gamer-Maus wie ich? Die Zahlen. Doch, habe ich an der Seite. Ja, da kannst du dann mit, also wenn du die erste Waffe aufnimmst, ist es automatisch die 1. Mhm. Die zweite Waffe ist automatisch die 2. Und 3 auch gleich 3. Aber du kannst auch wie bei DayZ einfach mit Tab reingehen
wo du das Inventar öffnest. Da kannst du dann auch die Waffen irgendwie zuordnen. Okay. Jetzt probieren wir gleich noch einmal, ne? Ja. Aber das muss ich erstmal reinfinden. Ich habe echt. Wann habe ich das letzte Mal gespielt? Im August? War es, glaube ich, August, September. Aber auch noch nicht so oft. Also ich habe, glaube ich, 10 Stunden oder so. Nicht mal 10 Stunden drauf. 3, 4 Stunden habe ich das gezockt, sowas in dem Dreh. Ich muss dich mal gleich finden. Warum wirst du mir hier nicht hier schon angezeigt? Wie du aussiehst, dass ich weiß, wie du so aussiehst oder wo du bist. Ich habe eine Lederjacke an, rote Mütze auf. Komm mal zum Helikopter. Bleib stehen, bleib stehen. Da bin ich. Hier, neben dir. Jetzt sehe ich die blauen Umrisse von dir. Und jetzt kannst du auch bei Tab auch ein bisschen was aussuchen, glaube ich. Ah, das sieht man sogar. Wenn du auf Tab drauf gehst, siehst du rechts dann 1, 2, 3. Das ist die Waffenbelegung. Q ist verbinden. Also das hast du Bandagen. Kannst du auf Q einfach draufdrücken. Mhm. 4 ist die Faust. 5 ist ein Fernglas. Das können wir mal ausprobieren. Ja. Ah, cool. Ah, jetzt geht's schon los. Wir müssen halt gleich am Anfang wissen, wo wir hingehen. Da, am besten irgendwo. Theoretisch, wir haben natürlich am günstigsten dahin, wo noch keine Spieler sind, dass wir da uns schnell ausrüsten können und dann eben uns auf den Weg machen. Aber es ist halt schwierig abzuschätzen. Ich meine, ich kenne es auch bloß ein bisschen vom Let's Player, ein bisschen gucken, wie die so gespielt haben und die haben es auch so ähnlich gemacht. Mal gucken, ob wir das auch so hinkriegen. Aber wir müssen ja auch erstmal reinkommen. So, also du bist jetzt. Jawohl, du bist jetzt links von mir. Rechts auf die Siedlung zu, das hintere Gebiet, wo so die einzelnen Häuser sind. Da könnte man mal hingehen, ne? Was hältst du davon? Ich bin hinter dir. Ich folge okay. dir. Okay. Ich sehe nämlich noch keinen anderen Spieler, der da landet. Links ist einer. Links geht jetzt runter auf die Brücke. Beim Roten Haus ist er gelandet. Wir gehen ein bisschen weiter rechts rüber. Wir landen hier jetzt. Da ist auch ein Auto. Ich weiß gar nicht, ob man das fahren kann. Also ich bin ein wenig weiter weg von dir, aber ich sehe dich. Okay. Komm zu dir. Na, kein Stress. Lass uns mal hier die Häuser abchecken. Soll ich da Pistole? Ich habe eine Schrotflinte. Soll ich da Armbrust? Willst du Armbrust? Oh nee, ich weiß nicht, ob ich damit überhaupt umgehen kann. Lieber nicht. Rucksack habe ich. Perfekt, wollte ich gerade sagen. Schau, dass du einen Rucksack findest. Da ist auch ein Rucksack, den nehme ich jetzt mit. Boah, da ist eine Waffe. Die hast du ja. Okay. Die habe ich jetzt aufgenommen, ja. Dann gehen wir ins nächste Haus, dass ich noch so eine Waffe finde. Komm. Also, wo geht man da wieder raus? Da ist noch eine, hier ist noch eine. Komm, komm, noch hier auf den Klo. Ja, dann nehme ich die. Mit M öffnest du die Karte, ne? M wie Map. Also ich habe jetzt die Waffe ausgerüstet. Okay. Du musst sie halt immer ausrüsten, dass du gleich nachladen kannst. Marco, da liegt noch eine Schrotflinte. Ich hab schon eine, aber ich kann die Munition mitnehmen. Verbandskasten habe ich. Da liegt noch eine Waffe, ich nehme die Munition mit. Jo, ich weiß gar nicht, was brauche ich denn für Munition? AK-47 Munition brauche ich. Anscheinend. Auto. Nee, das sind Flugzeuge. Da müssen wir auch aufpassen. Die könnten nämlich auch Bomben abwerfen. Also da müssen wir auch ein bisschen aufpassen. Oder auch, ist der Rucksack größer? Nee, glaub nicht. Die könnten aber auch, Loot abwerfen. Also so Ausrüstungen. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Wo das Flugzeug da so ist. Ich sehe es jetzt zwar gerade nicht, außer Vögel im Himmel. Auto, ich höre Auto. Glaube ich, oder es ist der Wind. Ich bin nicht so im Spiel drin bis jetzt noch. Na, okay. Gehen wir mal rüber in die Häuser rein. Wir müssen mal gucken, ne, wo das Gebiet ist. Ja, aber es wird erst in 10 Sekunden freigelassen. 2, 1. Wir sind sogar im Radius drin. Wir sind sogar drin. Die haben das ja wegen abgedatet. Wir sind jetzt auf. Ja. Wir sind auf E9. Wir müssten dann Richtung.
Osten laufen da noch. Revolvermunition brauche ich nicht. Du holst auf schusssichere Weste, die nehme ich mit. Jawohl, sehr schön. Was haben wir hier? Ist ein Rucksack nochmal. Pistolenmunition. Das ist nochmal eine Wumme. Was da ist das? Auch nochmal ein Rucksack. Taktischer Verbandskasten, den nehme ich natürlich mit. Ich weiß ja nicht, welche Rucksäcke wie groß sind. Da habe ich noch keinen Durchblick. Den habe ich, glaube ich, auf hinten drauf. Mitgefühlt 527. 1200 ist der groß. Da ist auch nochmal ein taktischer Verbandskasten. Nehme ich auch nochmal mit. Oh, jetzt verbinde ich mich. Scheiße, falsche Taste. Also Q musst du so lange drücken, bis du verbunden bist, glaube ich sogar. Also wenn du loslässt, kannst du es, glaube ich, abbrechen sogar. Glaube ich jetzt. Müsste ich dann noch einmal ausprobieren. Obwohl, ich kann es mal ausprobieren. Ja, wenn du dich bewegst, wenn du dich bewegst, ist es wieder weg. Auto, wo? Nee, ah, okay. Versehen. Okay. Also die, wo halt ein Auto haben, sind ja ganz klar im Vorteil. Aber man muss erstmal ein Auto finden. Gut, wir müssen Richtung Osten. Ah, die haben das ein bisschen leicht Auto? Nee, Motorrad. Auto. Klingt nach Motorrad. Ja, ist vorbeigefahren, hier auf der Straße. Okay, ich hab's gesehen. Ist weg. Okay, wir müssen Richtung Osten, habe ich gesagt, ne? Genau, Richtung Osten. Also in die Richtung, wo die Jungs gerade hingefahren sind. Ja, dann laufen wir mal ein Stück rum. Aber ja. Ist auch wie bei DayZ mit Alt gedrückt und Maus bewegen, kann man den Kopf hin und her bewegen. Komm, wir gerne mal die Tür zu. Da ist ein Auto, Marco, da ist ein Auto. Ja, aber ich weiß, ob das fährt, müssen wir gucken. Nicht alle Autos sind fahrbar. Meistens sind es, glaube ich, echt die Polizeiautos und ein paar Geländewagen sind es, glaube ich. Scheiße, wow. Schüsse! Oben im Haus, oben im Haus! Scheiße, mich hat er. Jetzt bist du tot? Ja. Der ist oben im Haus, am Fenster, direkt am Fenster. Ich weiß, ich sehe es. Alter! Scheiße! Fuck. Der obere hat mich, der obere hat mich. Scheiße, da müssen wir noch reinkommen. Aber wir waren jetzt schon mal gar nicht so doof. Richtig. Okay, beenden. Ich habe mir gerade noch einen Kaffee gemacht, weil ich doch leicht müde bin. Und ich wollte doch gleich bisschen... mein zweites Glas Wein. Ja, warum nicht? Jungs, weiß, dann habe ich schon 0,5 Liter mit 10% Wein. Ach. Warte mal, ich muss noch was am den Audio ändern. Mir ist es zu laut. Ja, tu das, tu das, tu das. Ich hoffe mal, von den Einstellungen her, von der Aufnahme, müsste es eigentlich passen. Ich habe jetzt dann noch ein bisschen den Spielsound leicht runtergedreht, dass man uns dann auch besser versteht. Bin fertig. Gut. Du, suche nach Match. Match gefunden. Aber dieses Spiel hat echt Potenzial, ey. Also die haben schon einiges geändert. Zum letzten Mal, als ich gespielt habe, auch die Menüführung ist ganz anders. Eine Spieldarstellung, die hat, ist auch komplett anders. Also haben schon echt was getan. Oh, ich sehe dich, ich komme zu dir. Bin hinter dir. Ach, da bist du. Okay. Kann man sich eigentlich ausrüsten? Das würde mich mal echt interessieren. Hey, ich schätze, das geht erst aber an gewissen Level. Also ich bin jetzt kurz vor 5. Ich bin, glaube ich, Level 7 oder so. Man kann sich auch... Von Anfang an schon Waffen, ne? Ja, du kannst ja auch so Sachen dir kaufen irgendwie, ja, aber mit irgendwelchen Totenschädeln und kannst auch mit echtem Geld dir Sachen kaufen, es ist auch... Oder wenn der Match gewinnst, dass du die Waffen behalten. Das kann auch sein, weiß ich nicht. Okay, dann... Okay, Jürgen, ne? Links, ja, ich... Gebäude. Ich würde vor zu der Siedlung da vorne gehen, zur Wohnwagensiedlung, ja, ja. Wohnwagensiedlung. Da gibt's ja immer Waffen. Müssen wir bloß aufpassen, dass da keiner runterkommt. Aber da kommen einige runter, da kommen einige runter. Oh, das wird gefährlich.
Ich bin weit hinter dir, gell? Wir gehen links, wir gehen doch links Richtung Supermarkt. Ist, glaube ich, besser. Da sind zu viele bei der Wohnwagensiedlung runtergekommen. Ich bin weit hinter dir. Ja, ich sehe dich. Da ist so ein kleines Lager zwischen uns. Da gehen wir gleich mal hin. Ich habe jetzt keinen gesehen, der jetzt direkt bei uns gelandet ist. Das ist eine Uzi. Die kann man ja gar nicht, hä? Weiß ich gar nicht. Nee. Anscheinend nicht, ne. Schade. Du hast da Waffe und geh mal Richtung Supermarkt, komm. Ja, das müsste, glaube ich, hier gewesen sein, ne? In die Richtung. Aber wir waren vom Team auf Platz 32. Das ist schon mal, auch wenn wir. Das ist nicht schlecht, ne? Wenn wir gleich gestorben sind, gar nicht schlecht. Wenn du jetzt denkst, es sind 70 Teams jetzt noch drauf. Wir müssen aber auch erst reinkommen, ne? Also wir sind ja voll die Noobs, was das betrifft. Das ist ja kein Battlefield. Ja. Obwohl jetzt, wenn ich mich jetzt gerade so erinnere, Battlefield hätte ich auch mal wieder Bock zu zocken. Wir zocken momentan auch Battlefield 4 auf der Xbox. Ja, das 4 habe ich auch schon lange nicht mehr gezockt. Das letzte Mal war ja das 1 mit dir. Und das ist auch schon. Ja, auf jeden Fall her. Schon ach, echt. Apropos, brauchst du eine Xbox? Ja, ich weiß, ich habe da schon was gelesen. Alter, vorne ist ein Spieler. Vorne ist ein Spieler, ich habe einen gesehen. Ich bin hinter dir. Schüsse fallen, aber ich weiß nicht, ob in unsere Richtung oder nicht. Das kann ich in dem Spiel noch nicht so richtig abschätzen. Ich habe eine Xbox zu verkaufen. Da bekriegen sich zwei Spieler. Ich weiß, ich hab's, ich weiß. Ja, die Reichweite ist zu weit. Boah, Schrotflinte. Geh links, jawohl. Linke Seite, die sind da vorne hinter der Tanke. Seht ihr jetzt nicht? Wir sind im Radius drin, es passt. Geh du zum Supermarkt rein. Such du dir erstmal eine Waffe aus, bevor ich jetzt hier weiter rumeier. Armbrust. Ich bräuchte einen Rucksack, wäre nicht schlecht. Eine Waffe habe ich schon mal. Marco, da liegt noch eine Waffe, da liegt noch eine Waffe, komm zu mir. Schüsse, ganz nahe Schüsse. Ich hab ne Schrotflinte, ich hab ne Schrotflinte. Da ist noch ein MG. Okay, ich komm. Hier auf dem Boden bei mir. Okay, hab ich. Aber ich kann ja die Munition nicht aufsammeln. Warum? Ich hab keinen Platz, ich hab keinen Platz. Da kommt einer. Der hüpft da hinten rum. Ist da weg? Ich brauche einen Rucksack unbedingt. Wo ist er? Der hüpft da hinten auf dem Rand rum. Hinten auf der Wiese. Siehst du ihn? Geradeaus. Der hüpft ja, ich sehe ihn. Mist, ich brauche. Da ist ein Rucksack, perfekt. Da ist noch eine Waffe, Munition. Ich brauche unbedingt viel Munition. Ja, hier. Okay, ich hoffe, das reicht. Reload. Okay, 30 Schuss habe ich jetzt drin. Ich habe auch nur 30 Schuss. Aber ich habe 45 auf Reserve. Da ist auch noch ein Rucksack. Ja, ich habe schon einen. Okay. Wir sind etwas im Vorteil, weil wir sind... Was heißt im Vorteil? Wir sind auf jeden Fall schon mal in der Zone drin. Auch wenn es am Rand ist. Hier raus. Ja. Okay, durch die Tür. Okay, komm mit. Ja, Tür. Auto. Gott. Gott, hier kann sich jeder in irgendein Regal verstecken, Alter. Das ist krass, ey. Komm mir vor wie im Kaufland, ey.
Mit Leer... aber auch nichts, was irgendwie wichtig ist, ne? Ja. Mit Leertaste springst du, ne? Ja. Hier liegt aber rein gar nichts. Aber das war schon jemand da. Na, vorhin waren hier auch ordentlich Schüsse. Also ein T-Shirt habe ich jetzt gefunden. Das ist aber auch alles. Ich glaube, das lohnt sich. Ah, hier ist was. Hier ist noch Munition habe ich jetzt aufgesammelt. Also hier könnte doch vielleicht was liegen. Hier liegt noch ein Rucksack. Hier liegt eine Armbrust. Habe ich nicht die Uzi noch? Ja, die Uzi habe ich noch. Da kann ich die Munition mitnehmen. 31. Was hast du? Die AK hast du, ne? Die AK hast du, ne? Ich hab die... Da ist eine Beute, da liegt, da war eine Leiche, die AK kann... AK und die AR-15. Katrin, nimm mal hier die Beute auf. Da ist anscheinend einer gestorben. Müsstest du... Ja, nur ein Rucksack. Was soll denn den nicht mal? Sonst nicht, Mann. Okay. Wo bist du? Links. Okay, gehen wir mal hier rein. Tür ist zu. Ich höre Geräusche. Ich weiß nicht, was es ist. Hier ist nochmal AK-Munition. Nimm die auf. Ich habe schon genug. Ich habe 105 Schuss. Ich jetzt auch. Hier ist nichts weiter. Ich bräuchte noch was, so wie die schusssichere Weste bräuchte ich noch. Noch 25 Teams. Es geht ratzfatz. Hier liegt noch eine Schrotflinte. Hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir. Okay. Giftgaswerk ist da hinten. Kommt näher. Ja, wir sind drin aus Sixer. Ja, ja, wir sind gut drin. Also was heißt gut drin? Wir ja, müssen Richtung... Müssen aber rein, ne? Ja, aktuell passt es noch. Wir müssten aber bei der nächsten Wolke auf jeden Fall. Ich würde vorschlagen, wir gehen Richtung Norden. Ja, bist du soweit? Okay. Jetzt mal in die Richtung. 17 Teams, Maro. Ja, vielleicht schaffen wir es in die Top 10 mit etwas Glück. Wir sind auf jeden Fall nicht da, wo die Action ist. Das ist schon mal gut. Rennst du schneller wie ich? Ich bin auf Shift drauf. Ja, ich auch. Keine Ahnung, warum ich dann schneller laufe. Noch 16 Teams. Schüsse. Von rechts irgendwo. Wir versuchen hier im Wald zu bleiben. Im Wald sind wir etwas geschützter. Ja, wir sind schon wieder im markierten Bereich, Marco. Da waren wir davor ja auch, aber wir sind jetzt... Ah, da, okay. Passt. Das neue Gebiet ist schon da. Ich würde vorschlagen, wir warten hier erstmal ein bisschen. Da duckt man sich jetzt, glaube ich, nochmal C, ne? C ist es. Und warten erstmal hier kurz. Aber wir sind ein bisschen zumindest geschützt von den Bäumen her. Aber das Schießen ist mit Daisy absolut nicht zu vergleichen. Du kannst echt auf der Distanz auch gut treffen. Zumindest war das bei den vorherigen Updates so. Wie das jetzt hier ist, weiß ich nicht. Ob die das etwas gepatcht haben. Auto? Nee, ist ein Flugzeug. Flugzeug. Ja. Wir haben jetzt noch 30 Sekunden, bis das Gas kommt, aber wir sind ja immer noch im Gebiet drin, das passt. Wir müssen dann aber schauen, dass wir dann gleich Richtung Nordosten wahrscheinlich gehen. Also wir müssen dann wirklich hier so über den Hügel drüber, übers Freie. Richtung E müssen wir, Richtung E auf. Genau, so Nordosten, so Nordosten. Oben hast du dein Radar, ne? N, ja. N, O, N.
schaue ein bisschen Richtung Kirche. Also da, wo du auch hinguckst, da ist nichts. Keine Bewegung oder so. Ja, von hinten sehe ich auch nichts. Ey, da hinten. Da hinten ist ein Spieler. Da ist ein Spieler. Der kommt auf uns zu. Oh. Rechts, 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 rechts. Scheiße, 52. Mist, der ist hinterm Baum. Der ist hinterm Baum. Geradeaus hinterm Baum. Nicht hinter den dicken, sondern zwei Bäume war dahinter. Da ist er. Jetzt hast du ihn gerade gesehen, ne? Boah, Granate. Granate rechts! Scheiße. Ah, 10. Platz, aber hey, nicht schlecht, Mann. Ich hab den vorhin gesehen, da hinten steht doch einer. Erst war ich mir nicht sicher, aber dann doch, weil er sich dann bewegt hat. So ein Scheiß, Alter. Mist. Ja gut, dann. Ich hab die Granate konzentriert. Dann machen wir hier mal ein kleines Folgenpäuschen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, wir kommen nicht ganz so noobyhaft rüber. Ein bisschen üben, dann sind wir, glaube ich, auch hier auf einem guten Weg. Bis dahin, ciao, bis zum nächsten Mal. Ja, meine Damen und Herren, das war die erste Folge von H1Z1. Euch hat es hoffentlich genauso Spaß gemacht, wie es uns Spaß gemacht hat. Das war das erste Mal, dass wir zu zweit in diesem Spiel agiert haben. Schreibt einfach in die Kommentare, wie euch dieses Video gefallen hat, damit wir auch, falls etwas nicht so gut war, das in den nächsten Folgen besser machen können. Bis dahin sagen wir ciao, bis zum nächsten Mal, euer Klausi. Bis dann, haut rein!